könnt euch nicht vorstellen, wie voll das hier ist. Und irgendwie fühlen wir das gerade gar nicht. Das ist schon echt eine wilde Nummer gewesen. Ich war so geschockt. Ich komme immer noch nicht klar. Miri ist auch richtig geschockt davon. Hallo aus Südtirol. Nach einer richtig schönen Skiwoche mit einer guten Freundin ist es für uns weitergegangen nach Südtirol und damit hallo zu einem neuen Video. Wir befinden uns jetzt auf einer Wanderung, die haben wir schon mal im Sommer gemacht, aber noch nie im Schnee und wir freuen uns richtig drauf. So, 1,5 Kilometer geschafft. Es geht wirklich sehr, sehr steil bergauf. Jetzt gerade geht's. Aber die Strecke ist nicht lang, aber hat viele Höhenmeter. Deswegen bin ich jetzt auch schon im T-Shirt. Und das bei 30 cm Schnee, die hier liegen. Aber da wird einem gut warm. Und es ist so schön. Die Berge, ich merke es immer wieder, die sind einfach... Ja, ich lieb's hier. Es ist ein riesiger Abenteuerspielplatz für Erwachsene mit so vielen Möglichkeiten, die man hat und so vielen tollen Touren, dass man immer gar nicht weiß, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Ihr habt keine Vorstellung, wie schön das gerade aussieht. Okay, ich habe echt mit vielem gerechnet, aber nicht, dass der See, den wir das letzte Mal vor 2 Jahren im Sommer gesehen haben, jetzt gerade so aussieht. So. Das ist so, so schön. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Wow, mit Treppenstufe und so, das ist so gut gemacht. Und guck mal an, wie dick das Eis von dem See hier ist. Ist nicht kalt. Ist quasi warm. Ja? Na, ist warm. Also, lang genug auf die Folter gespannt. Wir sind jetzt hier am Felixer Weiher. Im letzten Video gab es ja so den kleinen Hinweis, dass man doch kommentieren soll, wenn man möchte, dass ich Eisbaden gehe. Und einige haben uns daraufhin geschrieben. Und das ist ja mal Eisbaden. Am Felixer Weiher im See, bei den Bedingungen. Ich glaube, besser kann man nicht zum ersten Mal Eisbaden gehen, oder? Mal sehen, ob ich es dann auch enjoy, wenn ich drin bin. Aber ich habe so ein bisschen Vorfreude. Angst, aber auch Vorfreude. Let's do it! Let's do it!
für ein Eisbaden. Oh Gott, das sind Leute. Das sind einfach Leute. Ich krieg. Das ist schön. Das war schön. Und ich habe nicht gedacht, dass ich auch reingehe. Auch wenn es davon nur Fotos und keine Videos gibt. Es war aber auch sehr kalt. Wir haben es beide nicht lange ausgehalten, muss man schon sagen. Aber darum geht es ja nicht, wir waren drin. An dieser Stelle ein kleiner Reminder. Wir sehen nämlich, dass 60% von all denen, die unsere Videos schauen, uns noch nicht abonniert haben. Also holt das doch gerne nach und abonniert unseren Kanal. Das würde uns super weiterhelfen. Und ihr findet natürlich nicht nur Inhalte auf YouTube, sondern natürlich auch auf Instagram. Da heißen wir outdoor.nomaden. Und die Wanderung, die ihr gerade gesehen habt, die findet ihr in unserem Newsletter. Den Link dazu gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Guten Morgen! Wir sind gestern an diesem wunderschönen Stellplatz angekommen. Wir stehen da mit Blick aufs Tal. Hinter uns ist Trient. Wir sind nämlich gestern Abend noch bei Franz und Mathilde in Lana losgefahren und sind jetzt hier gelandet. Und das ist einfach der perfekte Platz für die Durchreise. Ist richtig schön gelegen, ein kostenloser Platz. Und ja. Wir packen gleich zusammen und dann geht's weiter, würde ich sagen. Unser Lebensstil beinhaltet halt auch ziemlich viel Fahren und das ist zugegebenerweise, so wie jetzt gerade, manchmal auch einfach ziemlich langweilig. Vielleicht kennt ihr das ja. Wir haben deswegen vor 3 Jahren, als wir mit Vanlife angefangen haben, auch direkt begonnen, auf Fahrten immer Hörbücher zu hören und dafür nutzen wir die App Audible.
Michas und meine Interessen liegen auch ganz schön weit verteilt und gefächert. Und da ist Audible perfekt, weil man kann auf über 500.000 Titel, Hörbücher, Podcasts und Audible-Originale zugreifen. Und jetzt gerade hören wir das Hörbuch Falcone. Ja, das Hörbuch deckt meine Interessen wirklich richtig gut ab, weil es geht nämlich um mafiöse Strukturen und das Thema, das liebe ich. Besser gesagt geht es um den größten Mafia-Jäger der Welt und mit seinem Geldwäschegesetz hat er halt die Mafia so richtig rausgefordert und wusste seitdem, dass auch seine Tage gezählt sind. Und anhand dieses Hörbuchs sieht man richtig krass, wie demokratische Strukturen ausgehöhlt werden können, aber auch wie Zivilcourage dafür sorgen kann, dass sich die Welt verändert. Und wäre das Hörbuch vielleicht auch was für euch? Bis zum 1.4. könnt ihr 70% bei Audible auf die ersten 3 Monate bekommen und erhaltet zusätzlich 15 Euro Guthaben. Das ist einlösbar in der Audible-App oder auf audible.de. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen am Gardasee. Wir haben uns gedacht, weil es auf dem Weg liegt, Richtung Grobsüden, dass wir vorbeikommen und bleiben hier mal wahrscheinlich nur für eine Nacht. Haben uns hier so einen Wohnmobilstellplatz rausgesucht und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es so voll ist. Aber es ist eigentlich fast jeder Platz voll. Und dann, wir haben keine Ahnung, wie es hier aussieht oder wird, aber wir werden das dann nachher uns mal ins Getümmel stürzen, weil wir haben nämlich noch eine Mission. Los geht's, bisschen die Gegend erkunden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie voll das hier ist. Und irgendwie fühlen wir das gerade gar nicht. Ah, es ist super voll und Miri hat mich daran erinnert, wir waren noch nie im Süden vom Gardasee, sondern bis jetzt immer nur so an der... Norden? Am Norden, genau, im Norden, so heißt das. Und ja, jetzt habe ich mich auch wieder daran erinnert, weil der Süden wohl nicht so schön sein soll. Und es ist halt echt... Ja, mal schauen, was wir draus machen. Mal schauen. Mission war ein Surfskate für mich zu kaufen. So, Mission completed, Surfskate bekommen. Und jetzt können wir auch weiterfahren. Ja, jetzt muss ich das Surfskate nochmal ausprobieren. Nicht, dass es dann kacke ist. Ja, das. Das war gut. Wir haben uns entschieden, es geht weiter. Mal sehen, wie weit wir schaffen. Auf jedem Roadtrip reden wir ja so ein bisschen über den Straßenverkehr und man hat ja schon viel Wildes gesehen. Wir sind ja so schon sehr viel in vielen Ländern gefahren, aber Italien, boah, da ist immer so eine latente Gewaltbereitschaft auf der Straße und die Leute fahren wirklich verrückt und es ist auch so stressig und so viel Stau, ich verstehe es gar nicht, es ist Sonntagabend. Deutschland, Sonntagabend, alles leer. Und hier rasten die Leute richtig aus. Das ist wirklich wie Sodom und Gomorra hier auf der Straße, ich sag's euch.
Ich musste kurz überlegen, ob ich aus Versehen an der EU-Außengrenze gelandet bin. Aber es ist ja nur die Grenze zwischen Italien und Frankreich. Und man muss hier warten und hat gefühlt eine ganz normale Grenzkontrolle. Entweder habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Das ist ein bisschen. Da merkt man erstmal wieder, wie geil es ist, eigentlich normalerweise, dass man einfach über die Grenzen durchfahren kann. Und macht halt auch gar keinen Sinn, dass jetzt hier eine Passkontrolle ist. Aber was soll's. Gerade gar nicht witzig. Wir haben jetzt gerade erstmal eine Kackzeit warten müssen. Entschuldigung, wir mussten gerade kurz warten. Jetzt noch 72 Euro bezahlen für einen Tunnel. Ey, 72 Euro. Ganz ehrlich. Also, ihr habt damit jetzt gar nicht gerechnet. Man konnte ja da auch nicht umdrehen können oder sonstiges. Hätte ich das gewusst, wäre ich die andere Strecke gefahren. Ja, natürlich. Weil. 72 Euro für einen Tunnel? Also, die sind. Also. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen froh, wenn ich dann nicht mehr in Italien bin. Hate is gonna hate. Das ist echt. Herzlich willkommen in Frankreich. Wir sind jetzt einmal durch diesen Fréjus Mont Blanc Tunnel gefahren. Muss auch sehr hochtrabend klingen, damit man den Preis rechtfertigen kann. Und das B in Mont Blanc, das steht ganz sicher für Betrug. Bei so einem Preis, ey, schreibt mal in die Kommentare, wo wart ihr denn bis jetzt am geschocktesten von dem Preis bei irgendeiner Mautstraße oder einem Tunnel? So für so 10 Kilometer oder so. Ach. Das ist schon echt eine wilde Nummer gewesen. Ich war so geschockt. Ich komme immer noch nicht klar. Miri ist auch richtig geschockt davon. Ah. Aber zum Glück können wir in 2 Kilometern erstmal bezahlen. Ja, genau. Wir können gleich nochmal Maut bezahlen. Das ist immer wichtig und richtig. Nochmal und, 72 Euro. Ja, aber wenigstens hat sich das Wetter auf jeden Fall unserem Kontostand angepasst. Pause. Wir sind schon richtig weit gekommen heute und es ist gerade mal Mittag. Und was uns am meisten überrascht, wir haben heute wirklich jedes Wetter mitgenommen. Von Schneeregen zu richtig starkem Regen, als wir nach Frankreich gekommen sind. Und jetzt, es ist einfach so, so warm und sommerlich. Wir freuen uns. Wir hatten viel zu lange keine richtige Sonne mehr.
Was ist da? Wir haben jetzt gerade hier ein paar Pinien gesehen und direkt so eine lange Schlange an Pinienprozessionsspinnern, die halt wirklich sehr gefährlich, vor allem für Hunde sind, weil die darauf regelmäßig starke allergische Reaktionen bekommen. Das ist jetzt halt gerade die Jahreszeit, Frühling. Und ja, das ist eben so ein bisschen immer schwierig, wenn man mit Hunden in die Mittelmeerregion reist. Da muss man sehr, sehr doll aufpassen. Mal kurz als Erklärung, warum wir Italien jetzt so schnell verlassen haben. Irgendwie sind wir mit dem Land nicht so richtig warm geworden, also mit dem Italien jenseits von Südtirol, weil das gehört für uns nicht so richtig zu dem richtigen Italien dazu. Also wir hatten keine Erwartungen an das Land und haben uns auch vorher nicht so viele Gedanken dazu gemacht, quasi was wir genau sehen wollen. Und dann sind wir einfach drauf losgereist, weil wir bis jetzt damit immer die besten Erfahrungen gemacht haben und uns am meisten auf das Land einlassen konnten. Aber irgendwie war es diesmal so, dass wir nur Probleme in Anführungszeichen hatten. Also es gab keine Schwierigkeiten per se, aber wir konnten zum Beispiel nirgends unseren Müll entleeren, weil man dafür immer einen QR-Code, also so eine ID-Karte brauchte. Das ist halt beim Vanlife immer ein bisschen schwierig. Offene Wohnmobilstellplätze gab es zu der Saison jetzt auch noch nicht, sodass wir das auch nicht als Alternative in Betracht ziehen konnten. Und ja, wir waren früher schon mal am Gardasee, wollten den zum Beispiel auch nochmal besuchen. Und es war so unnormal voll. Also wir haben es ja versucht darzustellen, aber ich glaube, es kommt auf den Bildern nicht mal so rüber, wie es wirklich war. Und ja, es gab halt irgendwie die Alternative zu, wir fahren irgendwo ins Nirgendwo, wo man halt aber auch nichts Besonderes sehen kann. Oder wir fahren an Orte, die komplett überlaufen sind und dazwischen gab es irgendwie nichts. Und ja, uns ist es ein bisschen schwer gefallen und wir haben uns dann entschlossen, einfach weiterzufahren und Italien vielleicht später noch eine Chance zu geben, weil wir dieses Mal auf jeden Fall nicht so richtig klargekommen sind. Ihr könnt ja sonst mal sagen, wie ihr Italien empfunden habt, falls ihr schon dort wart, vor allem mit dem Van. Das würde uns am meisten interessieren. Und wenn ihr mit dem Van dort wart, welche Gegenden und wo es euch insgesamt am besten gefallen hat, dann haben wir das auf dem Schirm fürs nächste Mal. So, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Und eine Sache können wir auf jeden Fall anteasern. Das nächste Video wird anders verrückt, weil wir da ein Erlebnis hatten, was definitiv unser gruseligstes Erlebnis und komisches Erlebnis während all der Zeit Vanlife, die wir machen, war. Und da wird auch so schnell wahrscheinlich nichts rankommen. Also merkt euch das schon mal vor. Das war es jetzt also mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und schaut gerne auch nochmal in den pinned Kommentar und in die Videobeschreibung, denn da gibt es nochmal den Link zu Audible. Also, bis dann, ihr Lieben.